Hallo und Glück auf. Mein Name ist Dirk Stecker. Ich möchte Ihnen heute etwas über den Bergbau im Schwarzwald und auf der Baar erzählen. Und warum ich deshalb in einer Betonröhre anfange, das erfahren Sie in diesem Film. Ich befinde mich hier im Stollen Karli Mailänder in Schabenhausen. Schabenhausen ist ein Teilort von Niedereschach und liegt zwischen Rottweil und Villingen. Und über die Geschichte des Bergbaus möchte ich Ihnen jetzt etwas erzählen. Um 1500 beginnt der Bergbau in Schabenhausen. Vermutlich durch Rottweiler Bürger und die Bergbaugesellschaft des Hauses Fürstenberg, der zur damaligen Zeit nur wenige Menschen das Geld besaßen, ein riskantes Unternehmen wie Bergbau zu finanzieren. 1511 erließ Maximilian I. den Schabenhausener Bergbauern 50% der Steuern, um mit eigenem Silber seinen Feldzug gegen Papst Julius II. Und die Stadt Venedig zu finanzieren. 1520 schließt Rottweil einen Vertrag mit Konrad Bolznitzer, obrigster Bergmeister, der hier vermutlich aber nur kurz Bergbau betrieben hat. Erst 1602 beschließen die Städte Rottweil und Villingen, zusammen mit Herzog Friedrich I. von Württemberg, nochmals Bergbau in Kappel und Schabenhausen zu versuchen. Aus Unterlagen wissen wir, dass zeitweise 33 Bergknappen angestellt waren. Die Villinger bekamen übrigens keinen Gewinn ausbezahlt und stritten bis 1608 noch um ihr Geld. 1652. Der 30-jährige Krieg ist gerade zu Ende. Rottweil ist verarmt, Schabenhausen völlig zerstört. Schabenhausen gehört durch Gebietsveränderungen nun zu Württemberg und die Rottweiler beantragen die Durchführung von Prospektionen. Es wurden drei Spezialisten eingeladen, die die Wälder um Niedereschach, Kappel und Schabenhausen durchstreiften. Mehrfach schickte man ihnen Bier und bei Verhandlungen im Rathaus wurden 11 Maß Wein getrunken. Es zogen zahlreiche Knappen nach Kappel und Schabenhausen, die hier nach Erz graben wollten. Am 27. Juni 1652 wurde dem Rat aber mitgeteilt, dass das Gebrauen Erz und Stein zu Schabenhausen der Mühe nicht wert untersucht zu werden sei.1780 wurden vom Bergamt Alpirsbach Kuxen, also Aktien, ausgegeben, um erneut Bergbau in Schabenhausen zu finanzieren. Der Steiger Bangert war auf einen Kupfer-Schieferflöz gestoßen und wollte Geld für den Bergbau. 1781 schrieb Oberamtmann Dreher aus St. Georgen nach Stuttgart, dass sich die Bauern beschwerten, dass nun schon drei Versuche gestartet wurden, nach Kupfer zu suchen, man aber nichts gefunden hatte. Jedoch ein Platzregen könnte die Halde über die Felder spülen und so die Ernte vernichten. Kurze Zeit später wurde der Bergbau endgültig eingestellt. Ja, wir sind jetzt hier im Stollen und so haben wir den Stollen damals aufgefunden, 1989, als wir ihn aufgewältigt haben. Wie das aussah und was wir dann gemacht haben, zeige ich Ihnen jetzt. 1989 wurde der Stollen aufgewältigt, also wieder aufgegraben. Um den eigentlichen Stollen vor Frost und einem erneuten Verschütten zu sichern, begann man 1992 einen Verbau zu erstellen und somit den Stollen künstlich zu verlängern. Direkt an den Stollen wurden polnische Türstöcke in einer Betonumgebung gebaut. Ein Jahr später wurde dann ein hölzerner Verbau mit deutschen Türstöcken aus schräg stehenden Stempeln gebaut. Diese wurden mit Straßenleitplanken verkleidet und anschließend wurde der 20 Meter lange Verbau mit Erde bedeckt. Sie sehen hier das Wasser, wie es hier nach unten tropft. Die Bergleute haben hier in der Mitte des Stollens eine Seigerrinne angelegt aus Buntsandsteinen. Und so konnte das Wasser nach außen geführt werden. Und das war die erste Wasserversorgung von Schabenhausen.
Die war noch im Gange bis in die 1960er Jahre und bis dahin war der Stollen auch noch offen. Circa alle 30 Meter kommt auf der linken Seite eine Leuchtnische. Hier hatten die Bergleute damals Kerzen stehen. Wir wissen das, weil wir in den Unterlagen Rechnungen von Kerzen gefunden haben. Und wie hell das ist, möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen, indem ich das Licht ausmache. Und wenn ich mal zur Wegstrecke zeige, dann sehen Sie, was ein Bergmann gesehen hat. Hier nochmal die Leuchtnische aus circa 2 Meter Entfernung. Eines Nachts sind Mineraliensammler in den Stollen eingedrungen und haben diese ganze Ecke rausgeschlagen, um Mineralien zu suchen. Zu finden gibt es hier nicht wirklich was. Das Problem ist, die Leute haben hier das Stollenprofil gestört und somit war die Gefahr, dass der Stollen hier einstürzt. Wir mussten den dann hier stützen, verbauen, sodass das jetzt hält. Irgendwann werden diese Holzstützen aber verfault sein und dann kann es sein, dass der Stollen an dieser Stelle verstürzt. Als wir 1989 den Stollen aufwältigten, kamen wir bis hierher. Der Stollen sah so aus, wie er heute aussieht. An dieser Stelle ging eine Schlammlawine bis an die Decke hoch und niemand wusste, wie es dahinter weitergeht. Es war klar, irgendwo muss ein Schacht sein, denn im Wald haben wir eine Pinge gesehen, also ein Einbruch in den Waldboden. Und wir wollten natürlich rausfinden, wie es hier weitergeht. Wie wir das gemacht haben, das zeige ich Ihnen jetzt. Man sieht hier im Hintergrund die Schlammlawine, die sich nach 2 Metern bis zur Firste türmt. Um zu erforschen, wie und ob es dahinter weitergeht, wurden hölzerne Schienen für eine kleine Lore und Kabelschutzrohre zur Bewetterung in den Stollen gebracht, da die Atemluft im hinteren Teil spürbar knapp wurde. Anschließend versuchten wir, den sich abzeichnenden Wetterschacht mit 2 Straßenleitplanken abzuschließen, sodass wir uns darunter durchgraben konnten. Dann begann die eigentliche Arbeit. Kistenweise wurde Samstag für Samstag die Lore mit Schlamm bepackt und nach draußen gefahren und dort mühsam abgeladen. Schon bald begannen jedoch die Schienen zu brechen und nach der Winterpause waren viele Stellen völlig unbrauchbar. Im Wald hingegen wurde aus einer kleinen Pinge, die auf den Schacht aufmerksam machte, ein über 5 Meter tiefes Loch. Um die Gefahrenstelle im Wald zu beseitigen, beschlossen wir, einen Bagger kommen zu lassen, der bis auf anstehendes Gestein den Boden abtrug, sodass ein Betonfundament gegossen werden konnte. Anschließend kamen große Betonrohre darauf. Am Schluss war nur ein kleiner Schachtdeckel im Waldboden zu sehen. Da die Schachterforschung von unten nicht gelang, wollten wir nun von oben ran. Wieder kam ein Bagger, um den obersten Schachtring zu entfernen. Dann wurde mit Hilfe eines alten Seilbaggers der Schlamm aus dem Schacht gehoben. Weder die Nacht noch eisige Temperaturen konnten uns aufhalten. Dann war es geschafft. An der Spitze des Schlammes im Stollen hatte sich ein Loch gebildet und erstmals seit über 200 Jahren konnten wieder Menschen in den Schacht gelangen und nach oben blicken. Wir befinden uns hier in einem Schacht 25 Meter unter der Erde. Wozu der Schacht genau gedient hat, ist nicht ganz klar. Vermutlich handelt es sich aber um einen Betrug, dass die Bergleute einfach etwas zeigen wollten und hier mehr oder weniger sinnlos gegraben haben. Mittlerweile hatte der hölzerne Verbau massive Verwitterungsschäden. Eine Reparatur war nicht mehr möglich und die Auflösung des Vereins stand auch bevor, da kaum noch aktive Mitglieder zur Verfügung standen. Es musste eine dauerhafte Lösung her. Mit Jugendclub und Ortschaftsrat
wurden Schwerlastrohre in den verfallenen Verbau gelegt. Das war der kleine Ausflug in den Stollen Karl im Mailänder. Die Befahrung ist mittlerweile sehr mühsam, aber man kann immer noch in den Stollen rein. Und das war uns wichtig, dass wir ihn offen halten, auch für zukünftige Generationen.